Heilige. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in der neuen Challengers-Folge, die Rasenraser. Mit dabei sind heute Werner, Ansgar und Randy. Hallo. Mahlzeit. Oh, Mahlzeit. Grüße. Wir werden hier gleich an dieser Linie starten. Dann werden wir in diese Rasenmäher da vorne einsteigen. Vielleicht habe ich ein bisschen an der PS-Zahl gedreht. Die fahren ein bisschen zügiger, als sie üblicherweise fahren würden. Dann werden wir dieses Gelände hier verlassen, dieses Parkhaus. Aber seid gewarnt, das ist das Parkhaus der Qualen. Hier gibt es ein paar Überraschungen noch für euch. Dann werden wir auf die Straße kommen. Auf der Straße ist sehr deutlich, wo wir hin müssen. Die sind sauber abgegrenzt, aber auch da könnte es hier und da zu kleinen Engpässen kommen. Das heißt, die Rasenraser, natürlich wollen wir mit Rasen durch die Gegend rasen, weil wir Schafe füttern müssen. Irgendeine Tierschutzorganisation hat sich gemeldet, die Schafe stehen da wirklich ohne Gras an der Zielstelle. Das ist ja katastrophal. Das ist wirklich katastrophal. Und deswegen muss man auch sagen, das hat nichts mit, ne, wir kämpfen nicht gegen uns, sondern gegen den Hunger der Tiere. Und natürlich gegen die Zeit. Ach, und gegen Mario, die Zeit, so ist es. Ich freue mich. Eine Frage habe ich allerdings noch. Haben wir eine Vollkasko auf dem Moped da vorne? Hier gibt es nichts. Das ist wirklich, deswegen habe ich im Gegenzug zu dir einen Helm auf. Ja. Hier ist nichts versichert. Wir müssen tatsächlich, es geht nur um das Wohl der Tiere. Ne? Wir müssen auf unser eigenes Wohl verzichten. Alles klar. Gut, dann wissen wir Bescheid. Kurz zum Thema zweite Station. Mit dem Rasenmäher können wir natürlich nicht Gras transportieren, sondern wir werden das an einem Punkt auf der Strecke werden wir das mähen, da in ein anderes Fahrzeug umladen. Da habe ich eine kleine Sache vorbereitet und dann geht es eben weiter. Gut, und der Sieger der Schafe bzw. der Sieger der Herzen ist natürlich derjenige, der als erstes da das Gras abgeladen hat. So ist es. So sieht es aus. Gut, mindestens 500 Liter. Wie gesagt, mindestens 500 Liter müssen in dem Gerät drin sein. Dann können wir insgesamt 2000 Liter bringen, sonst würden die Schafe trotzdem verhungern. Ja? Dann zählen sie an. Bin ready. Also, es geht los in 3, 2, 1, go! Wow, Wendy. Wow! Einfach nur, nee. Das sind Mitspieler, die niemand braucht. Ich wünsch dir, dass du dich dreimal überschlägst mit dem Ding. Auf. Ja, ganz egal, ich hab schnelles Laufen aus. Das ergibt sich erst am Ziel, die. Was natürlich jetzt nicht hier erwähnt wurde, ist, dass die Fahrphysik von diesen Mopeds hier wirklich eine Katastrophe ist, ne? Ist doch wieder unmenschlich hier, das ist so. Also wir müssen schon hier runter, Randy, ne? Das ist ja. Ich habe hier teilweise Flugmodus drin irgendwie gefühlt. Ja. Oh, das ist gefährlich, okay, also, aber gefährlich ist das. Einfach geradeaus weiter, ne? Ja, ja, genau. Einfach runter. Also wir müssen ein Parkhaus wirklich erstmal runter. Da sind ein paar. Oh, sind ein paar eben. Heilige. Immer dieses Wippen, ey. Was ist der Trick? Weil du darfst nicht so viel bremsen. Ja, das sagt sich leichter. Hervorragend gegen die Bordsteinkante gefahren. Eine Kante, ich hab sie gefunden. Mahlzeit! Ich hab noch ein Brot im Ofen, liebe Leute. Ich hab ein bisschen eilig. Sind aber nicht synchron hier angeordnet, ne? Jetzt habe ich noch eine Frage an den Händler, der diese Maschine hingestellt hat. Wie kam es dazu, dass man das wirklich auf das Parkhaus draufgestellt hat? Gab es da einen besonderen Grund? Dachte man sich, sind Paeli angeliefert worden oder wie kam es dazu? Also ich muss zugeben, derjenige, der die Challenge erstellt hat, der hat dieses Parkhaus irgendwann als Mod gesehen und gesagt, das muss ich irgendwo einbauen. Das nehmen wir. Boah, das nimmt ja gar kein Ende hier. Aber wie hoch sind wir denn hier? Ja, wisst ihr eigentlich, was das für ein Aqua, die da hochzukriegen? Piss dich, Digga. Hallo. Piss dich. Mach ich rückwärts? Ja, nix. Mach das mal, das ist eine gute Idee. Ey! Du siehst ein bisschen aus wie der Ludolf mit deiner Mütze. Das ist Manni, nenne mich Manni. Manni, ja. Nudeln kann man machen warm und kann man machen kalt. So. Nur steht aber. Steht da Randy schon wieder da vorne? Ja, Kurven zumachen, wisst ihr, wie es ist? Oh, da, guck mal hier. Alter, jetzt fährst du dich da. Das gibt Abzüge. Hat der wieder gedrängt, geschubst da, oder? Ja. Das ärgert. Der Werner ärgert. Der ist heute auf Kuschelmodus so. Oh nein! Ich muss zugeben, wir haben wahrscheinlich jetzt schon mehr geschafft, als ich erwartet hatte. Ich hätte nicht erwartet, dass wir bis nach unten kommen. Ja. Das ist ein bisschen schlechter. Oh, was ist denn? Oh, nö. Ne, du musst ja schon an der Hui. An der Hui? An der Hui. Ui. So.
So, okay. Ab auf die Straße. Jetzt könnt ihr richtig Vollgas geben, Freunde. Wo ist denn das, wo ist denn die Nitro-Einspritzung? Hat er leider nicht. Die läuft. Hat er nicht. Oh, John Deere. Oh, jetzt fahrt er mir weg. Jetzt fahrt er mir weg. Drück doch mal drauf. Du musst halt aufs Gas drücken. Ja, du kannst jetzt auch nicht da rumschleichen. Das mach ich. Jetzt zahlt sich der Lenkrad aus. Bis jetzt war es eine Qual mit dem Lenkrad. Sag ich, wie es ist. Aber jetzt... jetzt nein. Läuft das. Oh nein. Mario. Ja, was ist doch mal. Wie gesagt, schwierig. Sag mal, die Straße einfach weiter runter, ne? Ja, immer der Straße nach. Ja. Sag mal, wieso habt ihr das kaputt gefahren? Sag mal, hallo, lass mich wieder stehen. Mahlzeit! Was ist denn hier gestorben? So war das nicht gedacht. Ich hab gedacht, man fährt da durch. Ja, das ist doch wieder hier. Das Ding mal aufhören, so bis permanent drehen. Es gibt hier nur 0 und 1. Vollgas oder gar nichts. Fahrst du weiter? Ja, ich muss ja mit Gefühl. Ja, hast du immer. Alten Leute, ey. Also es könnte sein, dass die ein bisschen driften, wenn man die Kurve... Ja, die Kurve mit Kurve. Achtung, hier sind Rehe. Ja, ne, wir fahren halt, ne? Storno. Ja. So ist richtig. Wie Storno habe ich hier gerade. Immer die Jugend, die mit Gas... Warum fährt das Ding jetzt irgendwie mal so scheiße? Ja, genau. Wieso? Das hat sich hier am Fahrmodus geändert. Das ist jetzt neu im Farm Simulator. Das ist die neue Physik, die jetzt. Soll das so oder ist das irgendwie ein Fehler? Ich wusste gleich, das wird wieder eine unmenschliche Aktion hier. Achso, was ich vergessen hatte zu sagen: Meine Nichte, die hatte hier mit Seife alles noch voll gemacht. Ach so, ja, die war mir nicht klar. Genau, und deswegen fährt sie. Ja, das ist ja einfach nur noch schlimm hier zu fahren. Wenn ihr unten seid, dann geht's gleich mehr gerade Strecke. Ich nehme an, dass es an der Steigung liegt, oder? Kann das sein? Oder liegt's an der Map? Jetzt großes Schwein. Das da waren rausgehauen. Ansage @sachsensplayer.de, da bitte beschweren. So. So, hier Achtung unten an der Kreuzung, ne? Hab den richtigen Winkel gefunden jetzt. Da müsst ihr aufpassen, wenn Renny da voll reinfährt, dann könnte es sein, dass die Zeichen nicht mehr eindeutig sind, wo es lang geht. Alle ja, ich war extra langsam. Wo sind denn die Zeichen? Ach ja, Also eigentlich ist die Abbiegespur gesperrt, wo man nicht lang fahren kann. Wie schlimm sich das? Ich hab alles ganz gelassen. So, und hier auf der Strecke könnt ihr richtig Vollgas geben. Da muss der Rasenmäher auf absolute Suppe gehen. Ja, ich sag mal so, wenn das Ding auf Vollgas ist, ist es so stabil. Nur alles andere nicht. Der Start ist das Schlimmste. Eine Kurve haben. Guck mal, das ist ja gut. Jetzt, wo wir uns gleich eingefahren haben, wechseln wir natürlich gleich das Fahrzeug. Ne? Ja, das ist top. Danke. Tobi. Boah. Da habe ich hier nochmal als Rentner nochmal meine zweite Jugend hier gerade. Junge. Als Rentner meine zweite Jugend, weißt du, das sagt der junge Spund hier. Ja, ich hier, guck mal ins Kind an. Blinken. Hat der einen Blinker? gut, dass du geblinkt hast, Werner. Alles andere wäre wirklich fahrlässig gewesen. Einfach mal die Hand raushalten, Link. Ja, die Hand raushalten reicht. Hätten wir den früher gemacht. Renny, keine Sorge, wir sind gleich da. Ja, ich hoffe doch. Zumal der Fiebertraum nimmt kein Ende. Ja, es kommt dort gleich wieder so ein kurviges Gedöns. Wenigstens stehen die wieder schön auf selber. Das stimmt. Komm nur in der Nähe des Gaspedals, die schwimmen vorbei. Ja. Da muss ich nur angucken. Fällt recht. Ey! Einmal in die Aline. Sie sehen doch, was hier los ist. Du musst schon auch mähen. Dafür ist der Rasenmäher ja da. Was denn? Wo war die Orgel? So. Eieiei. Wie, Randy mäht nicht, oder was? So, wo muss man jetzt hier mähen? Ach so. Moment. Verstehe. Okay. Genau, es muss schon gemäht werden. Ich wollte gerade sagen, wo geht's denn jetzt weiter? Mäh ich eigentlich? Du musst das senken, ne? Du musst das Mähwerk senken. Ja, aber es ist schön, dass man hier eine atemberaubende Geschwindigkeit mähen kann. Ja, Arbeitsgeschwindigkeit ist alles. Ja. Wo ist denn jetzt das nächste Gerät, womit wir das aufsammeln, oder was? Hier steht doch die Lichter genau da. Also auf hier in der Mitte liegt so eine rote Schaufel. Dann nimmst du dir so eine Schaufel, legst sie hier auf dein Fahrzeug.
Und bitte nicht natürlich die seine anderen beladen oder anfassen. Anfassen! Randy! Nein. Da würde ich mich jetzt einfach mal frech. Irgendjemand hat das hier schon so schön beladen, dann nehme ich mir das mal. Da hat der Randy echt meine Schaufel geklaut, ey. Ja, Moment, das war mein Fahrzeug. Nee, das war meins. Du hast aus meinem Fahrzeug gerade ausgeklaut. Ja, weg, das ist mein Gras. Bappelappapp. Das ist auch jetzt, schön. Wie bedient man diese Schaufel? Einfach nur am Boden halten und dann. Also mittleres Mausrad, okay. Dann kannst du hier so. Genau, nein, ich habe meine Schaufel verloren. Oh nein, Werner. Deine Ehre hast du verloren. Nee, nur die Schaufel. Das ist doch. Wie kann denn die Schaufel überhaupt aufnehmen? Gibt's da. 200 Liter oder so. So, also maximal. Aber mach die nicht ganz voll. Das ja, ich sagen, merk schon, dann geht die nicht mehr hoch. Dann ist nämlich ganz schön schwer. Mhm. Bekannte Probleme. Uiuiui, mein Rücken. Aber wie gesagt, 500 Liter müssen noch rein. Ohne. Habt ihr nicht mindestens 500 Liter dabei? Storno. Ja, boah. Dann werden die einfach nicht überleben. Wie viel hast du, Ansgar? Storno habe ich. Ja, Gott, Alter. Ja gut, das ist noch ein Brot im Backrohr. Ja, ja. Und merkt, das Spiel ist nicht auf Handwerkzeug ausgelegt. Ja gut, grundsätzlich war das nicht gedacht. Allerdings ist die Idee schon witzig, dass das überhaupt funktioniert. Nur ohne Frage, ohne Frage. Die volle Schaufel hochzuheben ist ja doch relativ kompliziert. Ja, die ist tatsächlich schwer, ja genau. Da musst du wirklich ein bisschen schätzen, wo die hinzeigt. Wenn du zweimal anpackst, dann geht's doch. Oh nein, Spritzierung. Was ist das? Was? Brauchen Sie ein Hörgerät? Hast du ein Sponsoring oder? Ja, ja, das wird jetzt eingeblendet. Viel Spaß. Aha. Das soll jetzt auch fast reichen, oder? Du musst dann jetzt wieder zurück zu der Stelle, wo wir gerade waren, wo die Pöller sind, die hochgefahren waren. Wenn du die jetzt gleich runterfährst, dann fährst du der Straße nach und dann ist wieder alles angezeigt. 500 war das nie? 500? Ich hab 500! Oh, weit weg noch, ey. Wo sind wir jetzt hier? Links wieder rum, oder was? Ja, genau. Die Straße jetzt zurück. Oh ja, ich bin auch deutlich drüber. Oh, das fährt sich ja genauso beschissen, das Ding. Oh, nee! Was hast du erwartet? Bisschen entgegenkommen. Das ist immer unmenschlich. Komm, Werner, hau rein. Ah, Werner, bist du auch ein großer Pilzfreund? Absolut. Ja, hier sind nämlich Pilze im Wald. Gießt du noch ein paar Flecken? Lecker. Machst du uns noch einen Süppskin? Da fällt mir der großartige Witz ein. Warum steht ein Pilz im Wald? Jetzt. Oh nein. Jetzt kommt er. Rentnerwitz. Pass auf. Rentnerwitz, ja. Waldtannen zapfen. Oh, also die Bremse ist vorhanden. So, bitte, wo ist Randy denn? Achso, der hätte wieder hochgefahren. Ich hab die Pöller wieder hochgefahren, selbstverständlich. Also, na gut. Ich hab immer noch keine 500 Liter. Was habt ihr denn anders gemacht wie ich? Komm, Werner, hau rein. Ich hab 177 Liter für dich noch extra dabei. So. Einfach, komm los. Ich war so gut hier. Jetzt hab ich die Ausfahrt verpasst. Rum, ne? So, warte mal, wohin muss ich jetzt? Zurück den Weg wieder? Genau, zurück den Weg. Und dann bei den Pöllern links. Genau. Und dann ist die Straße gekennzeichnet. Ah, endlich habe ich eine Hupe. Das war aber das Wichtigste, ne? Will ja nicht viel, ne? Aber eine Hupe muss sein. Oh, du hast so viel Tokyo Drift geguckt. Die Dinger fahren auch nicht von sich aus so beschissen. Nee, das ist der PS-Boost, glaube ich. Ja, ja, das ist so. Wenn du, ich glaube, da sind 3000 PS oder so dran. Klassiko, wenn Mario mal wieder ein bisschen geschraubt hat am Wochenende. Ist das eingetragen. Schlimme MyGames Steam ist in Wirklichkeit Mario und der anderen Seite neben. Ja, du, das Nebenerwerb. Nebenerwerb. Wart ihr noch? Nee. Also man hat das Gefühl, man dreht sich mehr, als wenn man fährt. Aber, oh, ich seh'n Randy! Oh nee, schon wieder! Man dreht sich nur! Ich hab einen Drehwurm. Ja, du musst erst mal aussteigen, wenn du mich übergeben. Du musst eine Geschwindigkeit haben. Wenn du über 30 bleibst in den Kurven, dann hast du nicht mehr die Anfahrprobleme. Über 30, sagst du? Ja, ich glaube, das geht. Ja, das kann sein. Ja, Bremsen ist also mein Fehler. Alles klar. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich fahre hier hinter euch, hier riecht nach Bremse. Irgendwer hat hier gebremst. Wer bremst, hat Angst, Freunde. Denk dran. So, wir haben gleich noch die
die Schlangenlinien der Hölle vor uns. Ach, das kommt auch noch, natürlich, klar. Das kommt auch noch. Dachte, der ganze Parcours ist schon Schlangenlinie der Hölle. Aber in der Form musst du aufpassen. Nicht alles umfahren, bitte. Ja, wer zuerst bremst, dreht sich zuerst, ne? Das ist richtig. Das ist ja so ein bisschen die Problematik an der Geschichte. Ah ja, jetzt wird nämlich ein bisschen kritisch, ja genau. Nee, das sind die noch nicht. Ah, das sind die noch nicht. Nee, nee. Schön, so, morgen, hallo, grüße, ich soll hier ein bisschen was ganz lassen, hieß es. So. Ja, Friedenstein, Herr Schwell. Sehr gut, das war wirklich sehr elegant durchgefahren. Sehr gut. Also ganz ehrlich, die Ballonreifen funktionieren auch viel, viel besser als die kleinen Rasenmäherreifen. Es gibt Leute, die sagen nicht Ballon, sondern Ballon. Was halten wir davon? Ja, siehst du doch, der deutsche Experte. Ich finde das gut. Ich sag das ja, auch immer nur. Ballon, Ballon. Sie sagen auch immer Ballon. Ja. Willst du mir mal heute den Ballon auf? Zu viel Gas. Natürlich. Mitten durch das Dorf, wenn das mal keine Beschwerde gibt. Die Fahrzeuge sind nur für 20 zugelassen, von daher kann dir der Polizist überhaupt nichts. Sag mal, wie weit vorne seid ihr denn? Was ist, hier muss man durch, oder was? Ah, ja, ja. Da nicht umschmeißen alles, damit der Werner auch noch Spaß dran hat. Bin hier falsch abgebogen. Wie kann das denn? Also, Freunde, ich hab das eigentlich sicher gemacht. Oh, ja, hier liegt doch wieder alles rum. Hier war doch ein Hamsterrad. Ja. Der dachte ich auch gerade, ich sei falsch. Aber nee, das ist ein gezielter Anschlag auf meine gute Laune gewesen. Das ist richtig idyllisch hier, Männer. Ja, ja, wart mal ab. Ich glaube, ich sehe schon die Kurven der Hölle. Dille am Arsch hier. Ich glaube, die Kurven hier sind tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, hier ist doch wieder alles kaputt gefahren. Ja, bin ich ordentlich reingedonnert gerade. Nee, dann war. Achso, du bist da reingedonnert. Ich habe gedacht, mit eurem Lenkrad, da hättet ihr massive Vorteile. Nee, also, nix. Alles klar, aber kürzt immer ab hier, du. Ich habe das auf Band. Ja, ich auch. Das ist dein Problem. Gib einen Schnitt. Renny, bist du gleich bei den Schafen? Keine Ahnung, noch geht's aufwärts. Geh mal davon aus, du hast das alles abgesperrt, wo es nicht mehr lang geht. Ja, 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 genau. Also wir müssen schon top of the hill, das ist klar. Alles klar, wir müssen ein bisschen Gas geben, die Schafe haben Hunger. Bei deiner Fahrweise ist es Heu, wenn wir oben ankommen. Mich wundert, dass der ganze Kram noch drauf ist auf der Ladefläche. Ja, ja, ich hab drum, ne? Ich hab den Windy-Mod runtergenommen. Ja, da wäre nämlich hier schon ist. Komplett Storne, voll Storne. Boah, das nimmt kein Ende hier, das nimmt kein Ende. Aber die Map an und für sich ist ja ganz schön, muss man ja sagen. Schön, ja, bist du? Guck mal, kleine Map-Rundfahrt. Ah, ihr seid aber gleich da, Ansgar. Ja, ja. Ich bin gerade in der Natur, bin ich gerade mal unterwegs gewesen. Bist du ein Naturfreund? Ja, unfreiwillig. Kleine Wanderung hier gemacht. Oh. Fahr doch! Oh, nö, nee. Oh. Lecky, lecky. So, Werner, jetzt kasche ich dich. Nee. Gleich bist du mein Knecht. Hallo. Dann hab ich dich. Kannst du mein Häubchen kannst du haben. Und ich glaube, wir sind jetzt gleich da. Wird knapp. Okay, ich hab dich da nicht. Da! Wenn ihr einen Fehler macht, fahr Fehler auf die letzten Meter! Wo bist du, Ansgar, wo bist du? Ja. Ich hatte kurz einen Kontakt mit dem Felsen. Und auch noch Storne Klasse 3, sagst du? Ja, schön. Ja. Na, man schätzt das Ding wieder von der Lenne. Oh, nee! Ja. Man muss es auch wollen, ne? Das muss der darum Sieg geht auch wollen. Ach, jetzt abladen. Ah, hey! Oh, wie frech. Weg. Ach, Meins, ab. Nee, ich bin hier. Zack. Okay, hier ist mir dann leer. So, bitte. Ja, gut. Das war knapp. Ah, ist geklickert. Ja. Ah, ist geklickert. Wo geht das längs? Ja, ja. Ja, hier, Schäfchen. Schäfchen zur Linken tun Freude dir winken. Haben sie komplett abgeladen? Ja, natürlich. Man merkt schade. Einfach, dass Renny und Ansgar viel zusammen sind. Ja, das ist unglaublich. Ah, nee. So, bitte. Katastrophe.
Was sagen wir dazu an? 1220 ja. Liter haben die Schafe drin. Hervorragend, die überleben das. Ja, im Gegensatz zu mir. Ich werde mir erstmal ein RTW bestellen hier jetzt gerade. Bin ich froh, dass ich was dazu beitragen konnte. Ja, das war's. Herzlichen Glückwunsch. Wer von euch hat es denn gemacht jetzt? Den Mario. Der Mario. Es war aber haarscharf. Es war auf dem letzten Grashalm. Na, dann herzlichen Glückwunsch an Mario. Dankeschön. Sehr gut, Mario. Ja. Ich gratuliere uns allen, dass wir was zum Wohle der Umwelt und Wohle der Tiere beigetragen haben. Das finde ich sehr schön. Freut mich. Ich habe zwischendurch wirklich überlegt, ob ich die zu wenig getunt habe, ob da noch ein bisschen mehr hinterher kommt. Ja, also, es ist die einzige Frage, die ich beantworten kann. Nein. Es war eine Katastrophe, mit den Dingern zu fahren, aber es hat großen Spaß gemacht. Wie immer gilt, wenn es euch, also euch den Zuschauern, gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn er sagt, ich habe auch ein Multiplayer-Projekt oder will eins starten, dann gibt es auch einen Link zu dem Serveranbieter eures Vertrauens in der Videobeschreibung. Und ansonsten, herzlichen Dank, Mario, für die herrliche Challenge und herzlichen Dank an alle anderen. Mario auf Platz 1, Randy auf Platz 2, Werner völlig zu Unrecht auf Platz 3 und ich ebenfalls völlig zu Unrecht auf Platz 4. Das ist das Resultat. Jedem das, was ihm gehört, ne? Ja, danke fürs Mitmachen. Da grinst er durch sein Schnörres. Da grinst er. Oh ja, ich sag dir das so. Nächstes Mal gibt's die Revanche. Die Revenge, wie wir sagen. Liebe Zuschauer, wir kommen wieder, keine Frage. Genau. Tschüss. Vielen Dank. Tschüssikowski. Tschüss.